Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Pädagogin, Pädagoge, eine Rolle im Wandel. In den nächsten Minuten werden wir uns mit dem Einfluss der digitalen Medien auf die Bildungslandschaft beschäftigen. Wir werden Chancen und Herausforderungen beleuchten, Veränderungen bei den Unterrichtsmethoden und bei der Rolle der oder des Lehrenden feststellen, sowie Möglichkeiten zum Individualisieren und Differenzieren mit neuen Medien kennenlernen. Zu Beginn setzen wir uns mit dem Einfluss der digitalen Medien auf die Bildungslandschaft auseinander. Digitale Medien haben in den letzten Jahren nicht nur unser Leben nachhaltig verändert, sondern auch Einzug in die österreichische Bildungslandschaft genommen. Für viele Kinder und Jugendliche ist der Umgang mit digitalen Medien fixer Bestandteil ihres Alltags. Im schulischen Kontext nützen sie das Internet hauptsächlich zur Recherche von Informationen und zur Kommunikation. Das Abrufen von Lerninhalten ist im Internet jederzeit und von überall aus möglich. Die meisten Inhalte stehen kostenlos zur Verfügung und können gespeichert, geteilt und bewertet werden. Lehren und Lernen sind transparenter geworden und finden nicht mehr nur im Klassenzimmer statt. Auch für Lehrerinnen und Lehrer hat durch das Internet ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Lehrbücher können durch aktuelle Online-Inhalte ergänzt werden. Authentische Medien können in den Unterricht mit einbezogen werden. Unterrichtsmaterialien können weltweit getauscht und weiterentwickelt werden. Und sogar Fortbildungen können online absolviert werden. All diese Veränderungen bringen unzählige Chancen, aber gleichzeitig auch große Herausforderungen mit sich. Zu den größten Chancen, die der Unterricht mit neuen Medien mit sich bringt, zählen die Möglichkeiten, selbstgesteuertes Lernen zu unterstützen und Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Differenzierter Unterricht in heterogenen Klassen kann mit Hilfe von individuellen Online-Lernumgebungen, maßgeschneiderten Aufgabenstellungen oder Aufgabenlevels umgesetzt werden. Ein bedeutender Vorteil ist natürlich auch das zeit- und ortsunabhängige Lernen, das auch außerhalb der Schule möglich ist. Unterricht ist nicht mehr an ein Lehrbuch und an ein Klassenzimmer gebunden. Die Methode Flipped Classroom macht sich beispielsweise diesen Vorteil zunutze. Lerninhalte können jederzeit abgerufen, adaptiert, produziert, geteilt und auch zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden. Das Lernen und das gesamte Unterrichtsgeschehen werden so transparenter. Digitale Medien werden von Schulen auch immer mehr für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Schulen können sich präsentieren und vernetzen. Die größten Herausforderungen, die das Unterrichten mit neuen Medien mit sich bringt, sind neben der notwendigen Infrastruktur an Schulen vor allem die digitalen Kompetenzen, sowohl auf SchülerInnen als auch auf LehrerInnenseite. Wird der Einsatz von digitalen Medien von der Direktion unterstützt, kann aber hier mit Fortbildungen gezielt angesetzt werden. Nicht zuletzt, um mit den Gefahren, die Internet und Co. mit sich bringen, professionell umgehen zu können. Die Möglichkeiten, die beispielsweise Social Media für Schulen bietet, setzen Schulen gleichzeitig auch unter größeren Druck in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit und Konkurrenz. Unser nächstes Thema sind die Unterrichtsmethoden. Der Einsatz von digitalen Medien ist natürlich mit traditionellen Unterrichtsformen möglich, harmoniert aber besonders mit didaktischen Konzepten wie offenem Unterricht, individuellen Wochenplänen, Lernen in Projekten, Stationenlernen, Peer Learning oder dem Flipped Classroom Konzept. All diese Konzepte stellen Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit und Selbstvertrauen der Lernenden in den Vordergrund. Statt traditionellen Prüfungen und Tests gewinnen alternative Formen der Leistungsbeurteilung wie zum Beispiel E-Portfolios, Lerntagebücher, Berichte oder Multimedia-Artefakte, die SchülerInnen selber produzieren, zunehmend an Bedeutung. Damit einhergehend findet auch ein Wandel der klassischen LehrerInnenrolle statt. Der oder die Lehrende vermittelt nicht mehr nur reines Fachwissen, sondern begleitet, unterstützt und berät die Lernenden. Diese neue LehrerInnenrolle beinhaltet unter anderem folgende Aspekte. Lerninhalte werden angeboten statt vorgeschrieben. Individuelle Lerngelegenheiten werden bereitgestellt
Lernumgebungen vorbereitet. Lehrende beraten und geben Hilfestellungen. Lernende werden bei individuellen und kooperativen Lernprozessen begleitet. Pädagoginnen und Pädagogen beraten und ermutigen ihre SchülerInnen. Sie geben Rückmeldungen und Feedback. Der Einsatz von neuen Medien im Unterricht eröffnet viele Möglichkeiten für Individualisierung und Differenzierung. Vereinbaren individueller Lernziele, Anbieten verschiedener Aufgabenlevels, ermöglichen, sich einem Thema auf unterschiedliche Art und Weise zu nähern, unterschiedliche Medien verwenden, ermöglichen von selbstgesteuertem Lernen, fördern von Talenten durch kreative offene Aufgabenstellungen, kooperative Aufgabenstellungen. In Online-Lernumgebungen kann zum Beispiel der Rahmen fixiert werden, in dem verschiedene Wege des Wissenerwerbs und damit verbundene Erfahrungen möglich sind. Dieser Rahmen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern Gestaltungsfreiheit und hilft ihnen gleichzeitig, sich zu orientieren. Sie wissen nun, welchen Einfluss digitale Medien auf die Bildungslandschaft haben, welche Chancen und Herausforderungen sie mit sich bringen und wie sie sich auf Unterrichtsmethoden und die Rolle des oder der Lehrenden auswirken. Zudem kennen Sie einige Möglichkeiten, mit neuen Medien zu individualisieren und zu differenzieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.